Bungee angekommen, mache ich mich nach einer kurzen Nacht mit vielen neuen Eindrücken auf den Weg, die Geheimnisse und Naturwunder der Insel zu erkunden. Diese Saguis sind sehr verbreitet in Brasilien, besonders hier im Staat Rio de Janeiro, Espírito Santo auch. Und davon gibt es hier so viele wie Eichhörnchen in Deutschland. Die Saguis, auch Tamarine genannt, kommen in Mittel- und Südamerika vor. Saguis sind Allesfresser, die sich vorwiegend von Früchten und Insekten ernähren. Auf der Ilha Grande gab es sie ursprünglich nicht. Sie wurden erstmals von Menschen als Haustier eingeführt. Jeden Morgen, passend zur Frühstückszeit zwischen 8 und 9 Uhr, sind die Affen hier und holen sich ihren Anteil der Früchte ab. Oi, Ricardo. Bom dia. Oi, Lucas. Tudo bem? Oi, bom dia. Sim, muito bem. Um pouco para você, um pouco para o Ricardo. Am Morgen werde ich von Pais abgeholt. Und bringt mir eine Überraschung mit. Eine Kokosnuss. Eine Kokosnuss frisch vom Baum. Genau das Richtige für einen ganz schweren Wanderweg. Er erzählt mir, die Kokosnuss sei über das Meer in Brasilien angeschwemmt worden. Aus diesem Grunde gäbe es auch so viele Kokosnusspalmen auf der Insel. Das Kokosnusswasser ist gesund und voller Energie. Im Süden Brasiliens nutzen es die Frauen auch für ihre Haare oder zum Baden, da es gut für die Haut sein soll. Ich persönlich trinke es lieber. Zum Trinken benutze ich keinen Strohhalm, sondern den Stiel eines Papaya-Blattes. Eben alles Bio. Nichts Künstliches, alles absolut Natur. Kokosnuss und der Strohhalm auch. Ich liebe Kokosnusswasser. Das Beste am Frühstück in Brasilien sind die frischen Früchte. Schaut euch die Papaya an. Die kommt aus dem Garten um die Ecke. Hier ist nichts künstlich, hier ist alles frisch. Der Saft auch. Der Saft kommt nicht aus der Tüte, der ist direkt frisch gepresst. Genau das Richtige, um morgens zu starten. Wenn ich wirklich wissen will, was es hier zu tun gibt und welche Abenteuer sich lohnen, dann sollte ich echte Experten fragen. Und wo ich die finde, weiß ich auch schon. Die Kinder erzählen mir vom Pico do Papagaio, dem höchsten Aussichtspunkt der Insel. Sie erzählen mir auch, dass der Aufstieg über kleine Dschungelpfade sehr schwierig ist und gefährlich sein kann. Das hört sich für mich nach einer Herausforderung an, die ich gerne annehme. Los geht's! Auf dem Weg zum Pico do Papagaio, aber zunächst möchte ich mir die Insel noch ein bisschen anschauen. Und ich gucke jetzt mal, ob ich ein Boot finden kann, das mich mitnimmt. Das Wetter ist fantastisch und heute ist auch die Sicht unter Wasser einmalig gut. Ganze 10 Meter Sicht. Ich werde die Gelegenheit nutzen und mit dem Team einen Tauchgang machen. Vielleicht finden wir ja auch einen versunkenen Piratenschatz. Da vorne, wir haben einen Pinguin entdeckt. Der hat sich allerdings verlaufen. Also es ist kein Pinguin, der hier normalerweise vorkommt, sondern der ist irgendwie verloren gegangen und findet jetzt nicht wieder zurück. Über die Gründe rätseln Experten. Einige machen starkere Strömungen oder kältere Meerestemperaturen aufgrund schmelzender Gletscher in der Antarktis dafür verantwortlich. Nach einem kurzen Briefing kann es losgehen. Heute habe ich gute Aussichten auf die Begegnung mit einer Meeresschildkröte. Und mit etwas Glück ist auch ein Schiffswrack drin. Schau, seht ihr das? Ein ganzer Fischschwarm. Ganz viele kleine Fische. Eben haben wir schon eine Schildkröte gesehen, einen Pinguin. Mal schauen, was ich gleich noch alles finden kann da unten. Das ist eine Spinnenkrabbe. Und, wie der Name schon sagt, erinnert sie aufgrund ihres Aussehens sehr stark an eine Spinne.
Dieser Seestern erreicht 45 bis 50 cm Durchmesser. Wegen der schönen Farben werden diese Tiere gesammelt, getrocknet und als Souvenir an Touristen verkauft. Dieses wunderschöne Exemplar darf aber auf jeden Fall glücklich weiterschwimmen. Wir haben eine Schildkröte entdeckt. Es ist eine grüne Suppenschildkröte. Ja, die heißen wirklich so. Und die ist verdammt schnell. Trauriger Fakt ist, dass alle Meeresschildkröten vom Aussterben bedroht sind. Diese Tiere bedürfen daher unseres besonderen Schutzes. Wir tauchen jetzt tiefer in den Ozean hinab. Ich fühle die Kälte und das wenige Licht verleiht der Tiefe etwas Mysteriöses. Und dann sehe ich es vor mir. Ein versunkenes Schiff. Riesig groß und eindrucksvoll. Tonnen verrostenden Stahls liegen ca. 18 Meter unter der Meeresoberfläche. Das Tauchen zwischen den Tonnen von Stahl ist zugleich interessant als auch traurig. Ich kann mir vorstellen, wie Menschen in diesen Räumen gearbeitet haben. Ich sehe ihre Bilder fast vor mir. Kurz nach der Entdeckung Brasiliens durch die portugiesischen Eroberer setzten sich nicht Siedler auf der Insel fest, sondern Piraten aus aller Herren Länder. Die zahlreichen verschwiegenen Buchten der Insel waren ideale Verstecke für die vor allem holländischen, französischen und englischen Freibeuter, die es auf die Goldschiffe der Portugiesen abgesehen haben. Angeblich kann man noch heute vergrabene Schätze aus dieser Zeit finden. Rund um die Insel liegen ungefähr 16 Schiffswracks. Man kann sich ausmalen, wie viele in den Tiefen des Meeres liegenden Piratenschiffe noch nicht entdeckt wurden. Das Schiff ist damals abgebrannt und danach gesunken. Es war also ein Unfall, es ist nicht extra versenkt worden. Und es ist sehr beeindruckend, wie sich die Natur alles zurückholt. Wie sich die Fische das Schiffswrack zu eigen machen. Das ist wirklich toll. Super Wasser, total tolle Sicht und ganz viele Tiere. Ich habe eine Schildkröte gesehen. Super. Vor mir liegen die schönsten Strände der Welt und gleichzeitig auch die Ruinen des wahrscheinlich dunkelsten Kapitels der Vergangenheit. Eine Geschichte des Leidens in der Zeit der Militärdiktatur Brasiliens.